Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit TK Official and Mehmet Productions. Genau, zusammen gucken wir uns zwei kasachische Sängerinnen an, zwei K-Pop-Songs. Und da haben wir zum einen Siruza und zum anderen Diohu. Siruza haben wir schon mal abgecheckt gehabt, ein paar Mal. Tut mir leid, dass ich unterbrechen muss. Falls wir die Namen falsch aussprechen, tut uns wirklich leid. Also, genau. Aber ich denke mal, das ist richtig. Also. Ja, darf ich mal. Also Siruza kann man ja nichts falsch machen, aber Diohu ja. Ist ja. Ein bisschen... Aber okay. Siruza weiß ich gar nicht. Das ist schon ein Jahr her, dass wir es abgecheckt haben. Ja. Krasse Haare habt ihr. Ja. Lila, blau. Ja, nicht. Okay, was ist? Hat sie jemanden. Entweder ihr geht nicht so gut oder sie hat irgendwas vergessen. Oder sie hat was zerbrochen oder. Ja. Okay. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein Elternteil oder ein Freund oder so, weil da ist ein Herz dahinter. Traurig. Traurig, traurig. Ist auch ihr Freund oder Freundin. Oh. Der Teddybär sieht süß aus. Ja. Aber fängt schon mal gut an. Sie macht die Tür zu und dann fängt die Musik an. Ja, aber das sieht so krass geil aus. Die sind geil aus. Ja, eine schöne Stimme. Ja. Ja. Das hätte ich also jetzt nicht erwartet, dass sie so eine geile Stimme hat. Also ich sehe schon, das wird eine geile Sommer. Ah, der hat... Geh mal zurück. Geh mal zurück. Ich muss diese Maske sehen. Weil diese Maske kenne ich ganz gut und diese Maske hat die gleiche Maske. Dieser hier auch. Ja, die gleiche Maske habe ich auch. Ja, das ist Alter, was das ist das? Das war ja mal eine Party. Okay, das war eine. Okay, ich glaube doch. Walter! Ich glaube, die haben etwas zu hart gefeiert. Ja. Viel zu exzessiv. Was geht hier ab? Die guckt einfach. Und die andere, die hat jetzt Zunge beschreiben. Holy shit. Und sie guckt da. Na scheiße, guck mal. Oh, liegt der da auf? Die sieht tot aus. Jetzt die Harley Quinn geworden. Die ist hübsch, ey. Hat eine schöne Stimme. Mhm. Sehr gut. Ja. Das gefällt dir, ne? Ja. Oh, koreanisch Zeichen. Agenda. Nicht schlecht. Ich glaube, er war aus der Hiroshima. Der hat ein Handy, ja. Weißt du, was jetzt geil wäre, wenn die Baseballschläger in den Kopf schlagen würden? Ja, jawohl, ich wusste das. Scheiße. Ich hab's innerlich gespürt. Ich dachte mir, jetzt schlägt die in ihr Kopf. Alter. Ah, sie hat bestimmt. Ja, okay, verstehe ich. Diesen Move kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
Aber sie hat ihn geschlagen, es war keine. Okay, gut. Der Brunnen. Der sie guckt einfach so. Ah, wie cute irgendwie. Geil, das ist irgendwie geil. Das war eine Aussage. Okay. Ja, mach ich für dich. So, das war Sirusa. Und jetzt gehen wir rüber zu Dio. Da brennt jetzt auch etwas. Und zwar Puppen. Mal gucken. Ey, ich hasse Puppen ohne Scheiß. Okay. Ich verbrenne die. Das hält mich mega an Blackpink. Ja, oh mein Gott. Gott. Echt? Ja. Wow. Doch, übelst an. Hört sich geil an. Ja. Hat auch rot-blaue Haare. Wie ist die rosa Farbe? Oh, das ist ein Teddy. Ah, das ist süß. Was Butter, Butter. Rote Blitze. Wow. Das sieht aus wie so ein TikTok-Video. TikTok-Video. Krasser Style. In jeder Szene anderes Style. Ja. Das ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Puppe. Oh Gott, nein, hör auf, ist das Annabelle oder so? Ich kann sowas überhaupt nicht leiden, wenn so puppenmäßig. Oh mein Gott. Creepy. Das ist richtig creepy. Hier, stell dir vor, die begegnest du nachts so bei dir zu Hause oder so. Nee, ja, fall ich mal. Zum Glück habe ich mir das nicht nachts alleine angeschaut. Vielleicht ist das ihre eigene Marke oder so, weil sie hat das ihren Namen überall auf der Jacke unterschrieben, ne? Ja. Oh shit, das erinnert mich an Kiltes Loch. Dieser Part. Ja, da kommt ja eine gruselige Puppe. Ja, hoffentlich nicht, das ist recht von der Puppe. Nee, ist nicht meins. Ja, ist nicht meins. Und der Beat und so ist halt geil, aber. Also schon klar, sie will das halt alles düster darstellen und so weiter, das verstehe ich schon, aber. Hat was. Das hat auch geil gemacht, der hat wirklich was. Hat. Also war nicht schlecht, war in Ordnung. Ja, die Puppe war gruselig. Sehr richtig gruselig. Ja. So, lieber Mehmet. Ja. Welches der beiden Lieder gefällt dir mehr? Also mir gefällt Sirusa mehr. Also Sirusa, okay. Mhm. Weil das war so, weiß nicht. Das war genau wie ich das erwartet habe. So auch zum Schluss. Ja. Ich hab gedacht, der wird bestimmt, also die wird bestimmt dahin gehen und den einen in die Fresse schlagen und das passiert. Schon allein. Allein wegen das. Auch wenn die Musik scheiße gewesen wäre. Sie hat mich enttäuscht. Also, auch wenn die Musik scheiße gewesen wäre. Trotzdem würde. Ja, trotzdem würde ich das wählen. Aus Prinzip. Ja. Okay. Und als zwei kommt You, weil das war
Okay, das war auch gut gemacht, zum Beispiel diese ganzen Feuereffekte und so weiter und dann dieses Süße, so wo die einen Teddy da hatte und da spazieren waren, irgendwelchen Gebirgen und so, aber das war mehr so düster, so das war nicht so, da hat der Kick gefehlt, dieser Okay. gewisse, das gewisse Etwas hat da gefehlt. Was sagt der TK? Was ist deine Eins? Ja, mein Eins ist Sirusa, Okay, die weil Dame. ja, diese Dame, erstens ihre Haarfarbe ist einfach Ja. nur wirklich krass. Das Musikvideo auch, war auch sehr gut, das hatte eine kleine Geschichte in sich. Und dann natürlich mit dem Baseballschläger, das war die Ja, legendäre das war Szene. die Krönung, ne? Das war Ja. diese Kirsche auf diesem Eis Naja, da. das war so, voilà. Okay. Ja, und zu Dio, es war sehr geil, der Beat ist auch geil, obwohl es mich an Blackpink erinnert. Ja. Habe ich glaube schon zum 10. Mal gesagt, aber okay. Aber es war halt düster so, also ich stehe halt nicht so auf düster. Okay. Aber trotzdem sehr Wie okay. fandet ihr das? Schreibt es unten in die Kommentare. Genau. Eure Meinung ist gezählt. Eure Meinung ist Yeah. wichtig. Ja, Ja. bei mir ist es so, ich finde beide Songs echt gut. Ja. Das Video von Diof, muss ich sagen, es hat mir echt gefallen. Die verschiedenen Elemente, die verschiedenen Szenen, war echt kreativ gemacht, finde ich. War echt gute Lieder. Falls ihr mehr Empfehlungen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, falls die genauso gut sind wie die natürlich. Und vergisst nicht zu liken, abonnieren, damit ihr auch keine Q-Pop Reaction vergisst. Wir haben sehr viel Q-Pop Content, könnt ihr gerne abchecken, solltet ihr auch. Alles in seinem Kanal, Kers Incredible. Genau, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.